Hallo, Velkar. Schön, euch zu sehen. Da passt ja direkt zu meiner... Hallo, Fremdling. Willkommen im Hain. Ich habe eine komische Stimme. Mein Name ist Velkar. Und wer seid ihr? Ich Rapunzel, ihr freundlich oder auch einfach durchgeknallt. Ach, ich bin nur sehr aufgeregt. Ah, ihr wisst es wohl noch nicht. Aber ich habe gestern im Ferienlager eine sehr wichtige Herausforderung gewonnen. Was für eine Herausforderung. Ich war etwa einem Jahr, kam ich zu diesem Hain in der Hoffnung, von den Druiden aufgenommen zu werden. Haha, ich sprach mit Abel, dem hiesigen Erzdruiden, der mich an... Die verwies mich an Trea und die verwies mich an ihre Tante, ihre Nichte, ihren Onkel, seiner Oma. Sie ist die Druidin, die für die Prüfung meiner Rekruten zuständig ist. Ich bin so nervös, dass ich stottere. Also hier testen und bestehen. Ja, sagt ihr mir, der Test bestimmt darin, einen anderen Druiden im Kampf in der Grube herauszuholen. Ey, ich dachte, ey, Grube ist egal, Mann, machst du mit links. Aber dann, ich wollte sie voll beeindrucken, ey. Was sei mit deiner Sprache? Ich wurde in die Grube teleportiert, Verzeihung. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe eine zweite Persönlichkeit, Mann. Wir fingen an zu... Druide, wirkte ein Zauber, der meinen Kopf ganz vernebelt. Ich glaube, ein bisschen ist davon immer noch drin in mir. Ich meine, in meinem Kopf ist ja genug Platz drin. Platz, Birne, Hohl, Patrone, weißt du schon, ne? Als ich wieder aufwachte, lag ich wieder hier oben auf der Erde. Ich schämte mich. Doch hier sagte, ich sollte aufstehen und an mir arbeiten. Also habe ich mich angemalt. Ja. Dann was passieren? Ich habe 11 Monate hart trainiert und mir Tattoos gemacht, aber andere in der Grube beim Kämpfen beobachtet haben gesagt, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war, ja. Ich habe mir ganz viel Schnupfen eingefangen und habe die Gefahr dabei erkannt, ja, ja. Ich stellte hier Fragen und die unterschiedlichen Kapschiede, die ich dort sah. Ich weiß sehr viel, ich habe viel gelernt und schließlich war ich bereit. Ich stellte mich der Herausforderung erneut und diesmal habe ich gewonnen. Nun verteidige ich den 4. Zirkel. Ja, sagte, dass ich die Kampftechniken sehr schnell gelernt habe. Ja, ich bin sowas von begabt. Ich bin der Auserwählte der Kampftechniken. Yeah, boom, baby, und ich mache euch alle kaputt. Und dass ich am besten lernen würde, wenn ich Verteidiger wäre. Aber ja, ist so weiß. 10 Nägel, jeden einzelnen. Ihr wisst, dass ihr irgendwie krank, ne? Können machen mit Bekämpfe? Nur Druiden werden können herausgefordert werden und Herausforderungen. Darum geht es eigentlich. Ihr könntet natürlich ein paar Monate hier verbringen und zu lernen, ein Druide zu werden. Allerdings hat nicht jeder das Zeug zum Druiden. So, ohne Klo, auf Klo gehen und so. Das jedenfalls sagt ihr, und die hat fast immer recht, fragt ihre Fußnägel. Ja, Fußnägel. Gute Arbeit, gehabt wohl, auf Wiedersehen. Ich danke euch, kommt wieder, wenn ihr mich weiter loben wollt. Steht da natürlich nicht. Ach du Schande, da will ich mich doch hinter dem Baum verkriechen und schämen. Kisten? Wo sind meine Kisten? Wo sind die Kisten? Hier. Verbeugen, bedrohen, begrüßen. Du klingst ein bisschen komisch. Was für eine seltsame Lache. Jubeln? Auf Wiedersehen. Gibt es hier noch Weinen? Betteln. Bitte, bitte, friss mich nicht. Vergiftet. Gelangweilt. Vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich halte das für keine weise Idee. Genau, deswegen werden wir mit Henna sprechen. Im Rückwärtsgang. Tschut, tschut. Oh Gott. Ich grüße euch. Hallo auch, mein Name ist Henna. Darf ich euch heute auf dem Pfad der Natur geleiten? Der eine voll... Ey, Mann, ey, voll aufgeregt und so, hallo. Ich bin deine spirituelle Leiterin. Achtung, dort kommt eine Baumwurzel. Oh, müsst ihr euch immer mit dem Gesicht zuerst auf die Erde packen? So uncool aus. Hum unculus. Die Sonne bricht herein. Jetzt kommen auch die Lichtstrahlen, von denen ich geredet habe. Seht ihr die Strahlen dort? Sie wirken verstrahlt, wenn ihr wisst, was ich meine.
Was meinen? Die Natur hat Pfade, auf denen wir jeden Tag wandeln. Einige dieser Pfade sind gefährlicher als andere. Euch zum richtigen Pfad zu führen, ist meine Pflicht im Leben, genau wie mich andere geführt haben. Führen, indem Fragen beantworten, vielleicht? Oh, der Pfad der Fragen ist ein verwundener und am Ende gibt es einen Punkt. Manche nennen es Fragezeichen, aber was für eine Frage habt ihr, wenn ihr mir diese Frage meinerseits erlaubt? Was hier los? Unser größtes Problem ist der Ärger mit dem Geist der Wälder. Jeder, der Prinzessin Mononoke gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Oh, ich weiß es aber selbst nicht. Jeder, der in der Nähe des Waldes oder durch ihn hindurch reist, ist in Gefahr. Auch wir sind in Gefahr. Dein Pixie ist in Gefahr. Dein rechter Daumen ist in Gefahr. Und dein Gnome ist in Gefahr. Niemand weiß genau, was vor sich geht. Sie verwirren sich im Nebel des Suspekten. Ich nix verstehen. Ich nehme an, der Erzdruide Avil weiß mehr darüber. Ich kenne lediglich Gerüchte. Ihr solltet mit Avil sprechen, wenn ihr Tatsachen hören wollt. Was für Gerüchte das? Verwundete Druiden, tote Druiden, unverwundete Druiden, die verrückt werden. Fragt Valkar, der ist auch so ganz bekloppt. Böse Geister, gute Geister, verwirrte Geister, erzürnte Götter, friedliche Götter, die Leute fantasieren sich das Mögliche zusammen. Nichts davon ist erwähnenswert. Ihr solltet mit Avil sprechen. Was hier machen? Ich bin die Verteidigerin des dritten Zirkels. Ich bin auch Beraterin bei mentalen Problemen. Was, Verteidigerin? Wenn ein Druide des vierten Zirkels in den dritten Zirkel aufsteigen will, muss er mit Ja sprechen und mich herausfordern. Also wenn Valkar jetzt sie herausfordert, dann kann er irgendwann in den dritten Zirkel aufsteigen. Wir wissen jetzt, dass der Halborg-Druide er ist Meister des ersten Zirkels. Ach schön, schlechtes Wetter. Die Wolken bewegen sich nicht. Naja, ist hier eine Schlucht? Das sieht ziemlich cool aus. Herausfordern können? Nur Druide dürfen diese Herausforderungskämpfe mitmachen. Tut mir leid. Ich kann euch auf einen anderen Pfad führen, wie ihr wollt. Euren Pfad ins Verderben. Oh nein, nix. Danke für Ungut. Wir da schon selber hin können. Egal, auf Wiedersehen. Seid vorsichtig. Auf dem Pfaden, die ihr betreten werdet, lauern Gefahren, Tragödien. Und am Ende erwartet euch nichts Geringeres als der Tod. So sein das Leben, Rapunzel. Okay, ihr seht, ich habe wieder ein bisschen was dazu gedichtet. Es ist nämlich schon etwas später und meine geistige Verfassung ist, sagen wir es einmal, durchschnittlich. Ich habe zu viel Amnesia Custom Stories gesehen, bei Bruga gerade. Also ich meine, es ist nicht sein aktuellstes Werk, aber soll das ein Wespennest oder generell ein Nest sein? Kann gut sein. So. Jahre, wie geht's? Du hast irgendwie so einen spacigen Anzug an. Space. Yeah. Also sie passt nicht mit deinem... Na, wobei, es passt noch einigermaßen mit dem Schafset zusammen. Herausforderung. Die Elfenfrau zeigt kraftvollem, eingeschüchtertem Auftreten. Kraftvollen Eingeschüchter. Ja, kratz dich mit dem Ding bitte nicht so oft am Kopf, es könnte Spuren hinterlassen. Die Elfenfrau zeigt mit kraftvollem und einschüchterndem Auftreten, dass sie hier unzweifelbar das Sagen hat. Du bist hier das Alpha-Tier, ne? Es geht doch nichts über ein Leben in gefährlichen Zeiten. Hier kann man die Stärke des Herzens am besten auf die Probe stellen. Meint ihr nicht auch, Fremder?
gut, wenn ihr sagen, ihr kämpfen gerne. Es ist die Pflicht eines jeden, der den Wegen der Natur folgt. Die Starken überleben und man kann nur stärker werden, wenn man sich mit Würde... Ich bin 20 Meter größer als du, Zentimeter. Also, was kann ich heute für euch tun? Meinen geistigen Stand werde ich gar nicht erst mit eurem vermessen, weil ich nämlich vermessener bin. Das ist ziemlich vermessen von mir. Was hier los sein? Derzeit sehen wir uns im Kampf mit dem Geist der Wälder. Er veranlasst aus irgendwelchem Grund die Tiere blindlings alles und jeden anzugreifen. Es ist wirklich kein Vergnügen, verrückt spielende Tiere zu töten. Aber immerhin sind sie gleichwertig mit uns, also müsste das doch toll sein. Naja, ich schlage vor, ihr geht und redet mit Avil darüber, wenn ihr helfen wollt. Er ist für die Nachforschung verantwortlich und ich habe hier genug zu tun. Was ihr machen? Ich leite die Kämpfe zwischen den Druiden. Wenn ein Druide unseren Heim betreten möchte, muss er oder sie eines unserer Mitglieder herausfordern, um dem ersten Zirkel beitreten zu können. Gut, auf Wiedersehen. Geht und messt euch mit einem würdigen Gegner. Ihr werdet gestärkt aus der Erfahrung hervorgehen. Oder vernichtet werden. Was das Brücke sein, lasse ich nichts verstehen. Aber diese Schlucht sehr beeindruckend sein. Kennen wir den nicht? Ist das nicht hier der bleiche Mönchmeister? Nee, okay, doch nicht. Wer ist Regin? Oh, der sieht nicht so nett aus. Druiden sind unter den Zwergen eher selten. Ach, das sind Zwergendruide. Doch die wenigen, die wählen, können höchst beeindruckend sein. Und dafür, dass er beeindruckend ist, ist ja ziemlich leicht zu durchschauen. Nein. Wo ist denn hier Obermotz Avil? Ah, da steht er rum. Huch, ich dachte schon, Hilfe, der Computer stürzt ab. No. Ist aber nicht, weil das war nur dieser Baumabschnitt und ich dachte so, nee. Entschärfen, Erfolg. 63 Gold, meine Güte, was. Ich erleichtere dich um dein Hab und Gut, denn zu viel weltliche Güter sind nicht gut für einen Druiden. Oh, seht dieses kantige Gesicht. Seht dieses grüne Tuch. Seine Beschreibung und das ist ein Charset, wenn nicht so gefällt. Er hat gar keinen Bart und der hat einen Bart. Und er hat nicht so viel Pflanzen um sich herum. Der Mann strahlt große Macht aus, die sich in den Urkräften der Natur begründen. Das ist ein sehr nichtssagender Text. Hulk sein wütend, oder was? Hulk sein verspannt. Alle Geschöpfe der Natur sind in diesem Hain willkommen. Ja, sehr schön synchronisiert. Naja, wer ihr sein. Ich bin der Erzdruide Avil und ihr seid Rafunzel im Feuerfinger. Wo ihr wissen das? Der Wind hat euch von den Lippen gestohlen. Gut, wenn man sich vorstellt, sagt man den Namen, aber sonst redet man. Es sei denn, Rafunzel sagt ihn dauernd vor sich her, damit sie ihn nicht vergisst. Das würde ich ihr auch noch zutrauen. Ja, locker. Und in Bäumen getrieben. Der Wind hat euch euren Namen von den Lippen gestohlen und zu den Bäumen getragen. Diese haben ihn mir zugeflüstert. Wisst ihr, wie stille Post. Zu meinem Glück habt ihr keinen komplizierten Namen. Manchmal kommt ein Mischmasch wie Tomatengrützen, Hosenjacke oder so heraus. Und ich weiß genau, die Bäume haben sich wieder mal nicht verstanden. Apropos, kennt ihr Stille Post, ne? Was war denn das Beste, was euch da mal passiert ist? Ja. Schreibt's mal in die Kommentare, ich will es wissen. Das interessiert mich nicht mehr. Ja, also, falls ihr euch dazu genötigt fühlt, ich meine, wer kann sich noch an Wörter aus Stille Post erinnern? Ich könnte es nicht, mein Gedächtnis ist, mittelmäßig. Ja. Das braucht man im Studium, muss man sehr viel vergessen. Nun, wie kann ich euch helfen? Was das für ein Ort sein? Jetzt habe ich seine Stimme vergessen. So viel zu gutem Gedächtnis. Das ist ein Druidenhain. Hier versammeln sich diejenigen, die die Natur, die der Natur ergeben sind, um zu diskutieren, nachzudenken. Oh je. Und sogar, um die Natur herauszufordern. Wahrscheinlich hat einer von euch den Geist der Wälder geärgert, was?